Hallo und willkommen zu einer erneuten Top 5. Und zwar geht es heute um beste Fortsetzungsbände. Nicht unbedingt zweite Bücher in einer Reihe, sondern ja, es kann ja auch in einer längeren Reihe irgendwas mal mittendrin sein. Also eine der besten Sequels, nennt sich das ja so schön. Ich habe ja schon meine Top 5 gemacht mit beste erste Bände. Das klingt so bescheuert. Und dann dachte ich mir, dann setzen wir das jetzt auch mal fort und machen mal so beste Fortsetzungen. Das liegt auch damit zusammen, da das der letzte auf Instagram ein Tag war und ich ihn gemacht habe. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das auch ein cooles Thema, um mal wieder eine Top 5 zu machen. Also habe ich versucht, mal meine Lieblings-Sequels in eine Top 5 zu packen. Es war wieder unglaublich schwer, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Und wahrscheinlich habe ich auch wieder die Hälfte der Bücher vergessen. Kommt vor. Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Platz Nummer 5 meiner Lieblingsfortsetzungen. Platz Nummer 5 ist auch direkt ein, ja, kein zweiter Band in einer Reihe, sondern ein sechster Band in einer Reihe, und zwar The Bone Hunters, den sechsten Teil in Melisandre, Book of the Fallen von Stephen Erickson. Ich habe mich ja lange irgendwie. Bei Melisandre war es immer so ein Auf und Ab. Ich fand den ersten Band richtig toll, dann fand ich den zweiten eher so meh, dann fand ich den dritten Band mega toll. Ehrlich gesagt fand ich den vierten House of Chains auch richtig, richtig cool. Den fünften weiß ich nicht, da war halt das komplette Setting ein anderes. War dann auch wieder so ein bisschen, ja, okay, die Charaktere sind zum Teil richtig cool, aber so eigentlich verstehe ich jetzt nicht, was wir hier machen. Und The Bone Hunters war einfach super geil. Es war von vorne bis hinten episch. Wir folgen halt einer Gruppe und wir haben ja in diesem Buch auch, deswegen ist es wahrscheinlich auch so mega gut, mehr oder weniger zwei Enden, also zwei epische Schlachten. Und vor allem die erste da in Igachan hieß es, glaube ich. Gott, mein Gedächtnis ist manchmal gut und manchmal ist es erschreckend lückenhaft. Ja, manche Sachen weiß man und manche irgendwie nicht. Also, ja, ich weiß eine Stadt in Melisandre, aber ja, manchmal eine ganze Story nicht mehr. Ist okay. Auf jeden Fall war das wirklich richtig, richtig cool. Auch wie gesagt, dieses wie mit den Bone Hunters folgen, dass wir eben, ich glaube, das war eigentlich der einzige der Grund auch mal, warum das richtig cool war, weil man mal länger mit ein paar Charakteren verbracht hat und nicht immer ständig dieses Jum, 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 jum. Und man ist überall mal und weiß nicht, ja, wo man eigentlich ist. Und ja, also The Bone Hunters auf Platz 5. Mega geiles Buch. Irgendwann muss ich Melisandre nochmal lesen und dann verstehe ich es auch. Also ich habe ja nur zum Teil dann am Ende so ein bisschen resigniert, aber es war schon toll. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Ebenfalls witzigerweise einem sechsten Band in einer Reihe. Und ja, jetzt bleiben ja gar nicht mehr so viel rein, ehrlich gesagt. Und zwar, also von den langen Reihen, ist es Lord of Chaos von Wheel of Time. Und auch mit Abstand das hässlichste Cover in der ganzen Reihe. Das muss man mal festhalten. Also das ist wirklich, das ist furchtbar. Ne? Ich meine, man gewinnt sie irgendwann lieb, aber das ist furchtbar. Okay, Lord of Chaos, ja, ich weiß gar nicht warum. Ich habe das einfach als Buch in Erinnerung, dass ich trotz seiner Dicke, und das war glaube ich so 4, 5, 6, und 6 war mit das Dickste, das hatte glaube ich in diesen kleinen Paperback-Dingern, hatte das 1000 Seiten, und ich habe es an 6 Tagen gelesen. ja, war so ein bisschen. Da war ich allein in Dresden und hatte keine Freunde, ergo, und es war Corona. Was macht man dann? Man liest 200 Seiten Wheel of Time am Tag. Logisch. Ja, und es war aber auch mega gut. Also ich muss sagen, es fing ja langsam an. Band 1 war ja eher so ein langsamer Einstieg. Band 2, dann ging es dann endlich richtig los. Band 3 hat ja ein bisschen losgelassen von dem Hauptcharakter und wir sind drumherum gefolgt, was gut war, was war interessant war. Es war eine interessante Art und Weise. Bei Band 4 ging es dann endlich richtig los. Wir tauchen ein bisschen tiefer auch ein in die Lore, in andere Kulturen. Und das war so der Aufstieg dahingehend. Band 5, da war dann schon richtig was los. Band 5 war mega geil. 5 und 6, weiß ich noch, waren mega gut. Und bei 6 war einfach, ja, ich bin so ein bisschen ein Rand-Fangirlie gewesen. Und deswegen mochte ich, weil halt Rand hier auch so ein bisschen
auf die andere Seite rutscht und das so ein bisschen durchgeblitzt hat. Das heißt, er war eher so ein bisschen moralisch grauer Charakter und der hat so ein bisschen gestruggelt hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es unglaublich faszinierend und konnte es nicht weglegen. Deswegen fand ich Lord of Chaos mit eins der besten. Natürlich sind die hinten raus auch super, aber ja, das ist mir halt irgendwie so richtig im Gedächtnis geblieben von den Sequels. Und auf Platz Nummer 3, Ruin von John Quinn. Eins der besten Sequels und das, obwohl ja, das erste Buch eher das schwächste ist, kommt auch nicht so oft vor. In dem Fall war es halt wirklich in der Reihe. Malice ist so ein bisschen, ja, man braucht seine Zeit zum Einsteigen, hinten raus großartig. Und dann kommt Valor, durchweg großartiges Buch. Und dann kommt Ruin, wo er nochmal eine Schippe draufsetzt. Ich persönlich muss ich fast sagen, ich fand am Anfang Valor immer so ein bisschen, weiß ich nicht, im ersten Moment fand ich es besser. Wo ich aber hinterher nochmal über alle nachgedacht habe, dachte ich mir, ja, eigentlich war Ruin fast doch das bessere Buch, weil es abgerundeter war. In Valor hatten wir eben ein bisschen zu sehr diesen Gefährtenanteil, wir hatten natürlich auch eine epische Schlacht. Aber hier war irgendwie alles drin. Man folgt anderen Charakteren, sie entwickeln sich weiter, man hat eine epische Schlacht, man hat aber auch so ein bisschen die Quest und es war auch so ein bisschen die Vorbereitung aufs Ende, aber nicht nur eine Vorbereitung aufs Ende, sondern auch ein komplett eigenstehende Story. Und das Buch war einfach perfekt, von vorne bis hinten. Es war mega, mega geil. Es hat Spaß gemacht, man konnte es nicht weglesen. Großartig. Was soll ich sagen? Platz 3. Platz Nummer 2. Ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwo in einem Nebensatz. Also, wer es weiß, der weiß es. Und ja, es ist wirklich, ich habe es ja halt schon zweimal gelesen. Es ist eins der besten Sequels, das habe ich bei Ruin auch gesagt, aber es ist wirklich eines der besten Sequels und zweiten Bände sogar, ausnahmsweise mal. Ja, also es ist in der Tat ein zweiter Band, die ich je gelesen habe. Und zwar Words of Radiance von Brandon Sanderson. Das ist mal das Deutsche, da fehlt ja noch ein zweiter Teil, beziehungsweise, tada, Englisch. Ja, Words of Radiance ist der zweite Teil in den Sturmlichtchroniken, beziehungsweise Stormlight Archive. Und obwohl ich bei Oathbringer die Backstory von Dalina interessanter fand natürlich als hier von Shallan, war dieses Buch einfach perfekt. Es war so viel abgerundeter, weil wir eben, nachdem wir den langen Einstieg von Way of Kings hatten, hier so ein bisschen dieses The Band Gets Together, also dass die Leute zusammenkommen. Wir hatten ja in Way of Kings fing es an, wir hatten überall diese einzelnen POVs und dann im zweiten, in diesem Teil, lernen sich alle kennen, kommen zusammen und arbeiten zusammen, finden heraus, was eigentlich hier so abgeht. Und ja, lernen auch hier wieder, wie gesagt, von den Knights Radiant die alten Dinger kennen. Wir entdecken Sachen und wir haben eine epische Schlacht und es ist einfach rundum großartig. Ich kann gar nicht sagen, was an diesem Buch schlecht ist. Es ist einfach toll. Ja, damit hören wir auch jetzt auf. Es ist toll. Kommen wir zur Pole Position. Platz Nummer 1 meiner Top-Sequels und ihr werdet's nicht erraten. Es ist Golden Sun von P.S. Brown. Ich weiß, es war jetzt keine große Überraschung mehr. Ich mag alle Bücher, die P.S. Brown geschrieben hat. Red Rising ist nach wie vor das Schwächste in der Reihe. Witzigerweise, das ist ein bisschen wie bei John Quinn. Red Rising war super geil, aber es war nach wie vor das Schwächste in der Reihe. Und dadurch hat, ich glaube, das geht aber jedem so, dadurch haut ein Golden Sun einfach so vom Hocker. Weil nachdem wir im ersten Teil so ein bisschen rumgeplänkelt haben und eigentlich auch einen Ort wenig verlassen haben, lernen wir hier mal so ein bisschen das Ausmaß des Universums kennen und auch die ganzen Familien. Und es ist alles. Wir haben Raumschiffschlachten plötzlich, wir haben normale Schlachten, also Mann gegen Mann, wir haben ja politische Intrigen, Freundschaften und neue Bündnisse und ja, es ist wow, einfach nur wow. Das ganze Buch, ich sag's immer wieder, das ist so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt.
Ich glaube, die ersten 30 Seiten sind die langsamsten und auch die schwierigsten. Aber das ganze Buch ist eine Achterbahnfahrt. Man kann gar nicht Luft holen. Es passiert einfach ständig was. Ich weiß noch, das hat mich am meisten fasziniert. Ich bin da in einem Rutsch durch. Es hat nicht aufgehört, langsamer zu werden. Es war einfach bam, 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 bam. Und so gehen halt alle anderen Red Rising Bücher mehr oder weniger weiter. Ich meine, die obendrauf, die Iron Gold Quadrologie jetzt, die ist ein bisschen anders. Da ist das Pacing ein bisschen slower, aber deswegen nicht langsamer. Und auch die Bücher sind ends genial und mega geil. Und auch Dark Age ist eins meiner absoluten Favorites. Aber wie gesagt, weil halt bei Golden Sun, das war so dieses. Ein bisschen wie bei Wheel of Time, da hat sich plötzlich das Universum entfaltet und das hatte ich einfach nur weggerissen. Und ja, deswegen auf ewig eins meiner absoluten Favorite-Bücher und ich muss so mich beherrschen, die nicht zu rereaden, ehrlich gesagt. Aber ich will das erst machen, bevor Red God rauskommt, mache ich noch meinen kompletten Reread mit allem und dann, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Platz Nummer 1, wie gesagt, wenig überraschend wahrscheinlich, wer mich kennt. Und ja, das ist richtig geiles Sequel. Also, wer noch nicht Red Rising gelesen hat, worauf wartet ihr? So, das war meine Top 5 Sequels. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsfortsetzungsbücher sind. Müssen, wie gesagt, nicht explizit zweite Bände sein. Kann irgendwas in der Reihe sein. Es gibt ja auch längere Reihen, wie wir festgestellt haben. Und dann. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.